So, da sind wir auch wieder. Na. Immer noch hier an Ort und Stelle, da wo wir aufgehört haben. Wir kommen zurück, ihr Lieben. Da oben müssen wir hin. Durch die Tür können wir nicht. Und ich gehe einfach mal von aus, wir müssen irgendwie hier lang. So. Kann ich mich hier verstecken? Ich will keine komischen Monster mehr haben. Wir hatten genug Monster. Dem Kerl ist nichts heilig. Nee, das stimmt allerdings. Ich will nicht. Ah, damit habe ich gerade irgendwie nicht gerechnet. Gut, wir müssen hier hoch. Hallo? Wie kann einer sowas tun? Tja. Indem er ganz viel Wut hat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Pater? Wo ist der? Sag jetzt nicht, der ist auch von dannen. Sag jetzt nicht, hier sind zwei. Nee, da ist sie noch. Hallo? Ist hier noch irgendwer? Kann ich mal kurz auf den Toiletten gucken, ob sich irgendwer versteckt? Nein, hier versteckt sich keiner. Steckt sich hier irgendwer? Hallo? Ich hoffe, ich störe nicht. Nö. Da nicht. Na. Okay, dann sind wir schon wieder hier. Da hätten wir den Fahrstuhl und. Aber. Oh. Was ist denn das? Warner ist nicht religiös, genauso wenig wie ich, aber so langsam dringe ich zu ihm durch, was den Sinn der Tradition an Orten wie St. Benedikt angeht. Es war sehr erfrischend, heute hier zu sein. Dieser Pater Macaulay leistet so gute Arbeit in der Gemeinde. Er nimmt wirklich Anteil an die Arbeit, die ich für Jugendliche in Schwierigkeiten geleistet habe. Verblasst im Vergleich zu dem, was der Priester geleistet hat. Wenn es so etwas wie einen lebenden Heiligen gibt, dann hat er das Zeug dazu. Jetzt wird er mir gerade zu sehr im Himmel gelobt. Das ist dann jetzt auch schon wieder ein bisschen spooky. Hab's noch gesagt. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Er wollte doch nur gucken, was hier oben ist. Ich wusste doch nicht, dass der. Ich wusste doch nicht, dass der Porter von. Entschuldigung, ich muss dich mal ganz kurz allein lassen. Tut mir leid. Bist du Leiche gefunden? Ah, wir gehen aber noch vor. Anders hin. Heilige Scheiße. Okay, das ist echt nicht das Einzige. Was ist denn bitte hier passiert? Was ist denn? Iris ist durch eine Gruppe von Leuten gewandert, offensichtlich auf der Flucht. Können Sie mich Eindeutig hören? und. Sie haben einfach aufgehört zu reden. Ich glaube, die Dame ist auch ein bisschen unter Schock. Alter Verwalter. Was ist mit ihr passiert? Hier? Warum all diese Leute ermorden? Was ist denn man bitte hier passiert? Der ist ja hier reingestürmt anscheinend wie so eine Furie. Kann man ja schon fast sagen. Wie bitte?
bitter ist das denn? Boah. Das Fenster muss zerbrochen sein, als der Mörder Leute dagegen geworfen hat. Ich gehe mal von aus sie, weil sie halt so eine Kratzer auch mit bei hat. Anders kann ich mir das jetzt jedenfalls nicht erklären. Ihm ist, glaube ich, nur einfach das Genick gebrochen worden. Vor allem einfach nur. Ist jetzt ein bisschen, ne, aber... Und er ist so locker flockig rausgesprungen. Diesen Weg muss sowohl Iris als auch ihr Mörder zum Hinterhof genommen haben. Nur, dass sie wahrscheinlich falsch abgesprungen ist und er hat relativ gut noch... Was heißt relativ gut? Also wir haben es gesehen. Also da kannst du nichts gegen sagen. Der ist da entspannt runtergesprungen. Hier kann ich, genau. Mehr zerbrochenes Glas. Ich brauche noch einen. Das ist wahrscheinlich sie, gehe ich mal ganz stark von aus. Überall. Ja. Stimme ich dir zu. Wie kann einer sowas tun? Das fragen wir uns, glaube ich, alle. Beeinflussen. Tja, die werte Dame. Was hat die damit zu tun? Ich gehe mal von aus, die werte Dame hat hier... Ich? Okay. Muss die werte Dame beeinflussen. Das hier? Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hatte er es abgesehen. Nicht auf uns. Die Zeugin sagt, der Mörder war eindeutig hinter Iris her und tötete jene, die ihm in die Quere kamen. Das tut mir echt leid. Achso, um Ermittlung abschließen. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her! Hey, ist sie okay? Ist schon gut, ist schon gut. Alles in Ordnung. Lass mich los! Lass mich los! Er ist hier! Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Hey, hey, hey. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein. Nein, 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 das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Naja, also da liegt... ja, eine andere Leiche. So ist es ja nicht. Wahrscheinlich ist er vorher umgebracht worden. Einige Objekte lösen bei Ronan einen Flashback aus, folge den Geräuschen, die stärkste physische Energie kennzeichnen. Ja. Ich glaube, der Rosenkranz war das. Nicht? Das ist die Wunde. Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Er starb, um Iris zu beschützen. Sein letztes Opfer. Können wir hier in diesem Buch irgendwas erfahren? Nee. Scheiße. Ein richtiges gefühltes Massaker. Vor allem hier Kitty Cat. Diese Spur nach zu urteilen, muss die Katze noch in der Nähe sein. Auf alle Fälle. Die ist unser Zeuge, die hat alles gesehen.
Betten? Warte, was ist das hier? Etwas hat die Katze erschreckt. Und hier ist auch noch irgendwas. Oh, warte. Das ist das Familienfoto. Joyce Foto von ihr und ihrer Mutter durch den Fall zerbrochen. Warum hat er sich das angeguckt? Was hat der Mörder sich getan? Entdeckt, sich versteckt. Bleibt ja nur das. Ach, so ist das gemeint. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Der Mörder wurde vom Priester auf dem Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt. Und dadurch war Kitty Cat wahrscheinlich verschreckt. Kitty Cat ist jetzt wo? Nicht da. Hallo? Nee. Scheint wirklich nicht da zu sein. Achso, ich dachte gerade, das war gerade so hoch, dass da eine Katze drunter hätte passen können, aber auch die tauglichsten Geister können diesen Gefahren zum Opfer fallen. Was ist das zur Hölle? Ist das schon wieder von unserem kleinen Kind, von unserem Mädchen hier, was hier so à la Addams Family ist? Entschuldigung. Gut, dann Antwort finden. Entschuldigung. Ein Mörder wurde auf alle Fälle bei irgendwas unterbrochen. Die Frage ist, was? Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein und sie hat Ecken und Kanten, aber das Zimmer wird dir gefallen und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hm? Leicht aggressiv, das werte Kätzchen, würde ich sagen. Ob Skitty Cat was gesehen hat oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Denkt dann, Kommentar, Däumchen nach oben, abonnieren, Glöckchen aktivieren. Miau, siehst du? Die Katze ist auch dafür. Und ansonsten bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.